Der Nationalrat, der verabschiedet sich bald in die Sommerferien, aber noch nicht. Und wie das so ist, wenn die Kräfte ein bisschen freispielen dürfen, steht einiges noch am Programm. Was sind für Sie die Hauptpunkte, die jetzt noch kommen in den zwei Sitzungen? Mir als ehemalige Familienministerin sind natürlich vor allem zwei Themen heute ganz, ganz wichtig. Erstens einmal bringen wir gemeinsam mit den NEOS einen Antrag zur flexiblen Väterkarenz ein. Hier geht es darum, dass jeder Vater 28 Tage Anspruch auf den Papamonat hat. Aber dieser Antrag geht noch weit über den der SPÖ hinaus, weil wir denken viel flexibler. Wenn Väter, ich komme aus der Landwirtschaft, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, zum Beispiel in der Erntezeit keine 28 Tage Zeit hätten für einen Papamonat, können sie auch 10 Tage Papazeit nehmen. Auch für Selbstständige ist das ganz, ganz wichtig, weil die haben auch oft eine Hochsaison. Was auch noch bei dem Papamonatsantrag der SPÖ nicht durchdacht ist und wahrscheinlich eine Ungleichbehandlung der Väter sogar, ist, dass die Väter zeitgleich mit dem Mutterschutz in den Papamonat gehen. Der Mutterschutz ist aber unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob man eine normale Geburt oder eine Kaiserschnittgeburt hat. Und was bei uns noch ein großer Vorteil ist, Väter und Mütter können in Zukunft zweimal die Karenz teilen. Das heißt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird hier vereinfacht. Das ist auf den ersten Blick etwas für die Väter, tatsächlich eigentlich auch durchaus etwas, das Frauen und Müttern ein bisschen mehr Freiheit und Flexibilität gestatten sollte, oder? Genau so ist es. Mir ist es ja ganz wichtig, ich bin ja selbst Mutter von 3 Kindern, dass die Väterbeteiligung in Österreich steigt. Ich wünsche mir ein modernes Familienbild. Der Blick nach Skandinavien zeigt uns immer, wie gut das auch für die Zukunft, für die Lohnschere, für die Pensionsschere der Frau ist, wenn Väter sich mehr bei der Kinderbetreuung, überhaupt bei der Pflege auch zu Hause beteiligen. Die meiste unbezahlte Arbeit wird nach wie vor von Müttern gemacht in Österreich. Und deshalb ist jede Initiative gut, die die Väterbeteiligung erhöht. Und abschließend eine Frage zu anderen Themen, sei gestattet. Medial gerade Glyphosat und Rauchverbot, etwas, das sehr, sehr interessiert beobachtet wird. Rechnen Sie da mit harten Abstimmungen oder vor allem, was glauben Sie, wie es ausgehen wird? Ich glaube, es wird so ausgehen, dass wir der Gesundheit der Österreicher zuträglich sein werden.